go, go! Ja! Ich raff es nicht! Marvin, warum ist Vegetarier-Modus an? Ey, ich kriege es nicht gebacken! Nein, ich springe einfach 8 Jahre vorher raus, Alter! Ich bin verflucht! Willkommen, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute wird es legendär, der gute Vipex 1007 hat sich letztens beschwert, dass wir eine super alte Map von ihm gespielt haben und ihn so ein bisschen geroastet haben. Jetzt haben wir hier eine knallharte Map, 30 Minuten für Pros, 45 Minuten für den Durchschnitt und 80 Minuten für Anfänger. Also Ares, ne, viel Spaß bei 80 Minuten Spiel. Und ja, wir rasieren das hier in 25 Minuten, würde ich sagen. Let's go. Für euch beschreibt natürlich der Link zur Map in der Beschreibung, falls ihr selber mal gucken wollt, wo ihr steht. Yes, sir. Und jetzt gucken wir mal, ob der Vipex hier was dazugelernt hat. Ah, dann würde ich mal sagen, let's head so. Wie alt ist die Map hier jetzt, Marvin? Weißt du das? Also das ist seine Nummer 12. Ja, Nummer 12 und wir haben letztens die Nummer 2 gezockt. Ich dachte, wir machen jetzt schön chillig Team so, weißt du, damit wir unsere Bestzeit so rausziehen können, aber nein. Erik draußen, Deko an dieser Stelle. Hallo! Oh. Kommt über mir was? Oh geil, sowas! Weiß aber nicht, wir müssen hier nicht rückwärts fahren, glaube ich. Wir müssen nicht rückwärts fahren? Ja. Ich bin rückwärts drin, bin wieder oben gedreht, hab jetzt vorwärts gedreht, fahr jetzt hier durch und guck mal, was kommt. Go, go, go! Ja! Okay, nein, ciao. Ihr wisst, nein. Nee, es ist easy. Ich hab beim Bremsskifahren verkackt, weil ich zu langsam war. Ah. Okay, ich muss erst einen Bremssprung hinkriegen. Ja, aber der ist ja easy. Der ist ja richtig easy. So, eigentlich schon. Wenn du überhaupt Probleme hast, ist das schon ein bisschen peinlich, Mann. Ich bin oben gegen geklatscht. Ja, da wo du auch. Ja. Der Karma-Schelle, er kam instant. So, wo ist die Ausfahrt? Ja, oh, so. Jetzt ist Ares wahrscheinlich richtig im Triad-Modus, oder? Weil wir so ein bisschen gebasht haben. Ja. Let's go. Nein, ich bin aus. Warum? Ich hab Respawn gedrückt und er steigt. Okay, scheiß Marvin, warum ist der GTA-Modus an? 120. Jetzt habe ich eine große Fresse, weil ich mal eine Sache gerade ein bisschen geiler abgebremst und dann kriegen wir es hin. Rückwärts fahren weiter? Einfach ein bisschen nach oben ziehen, rückwärts, mache ich zumindest. Und dann gleich. Hallo! Danke, einmal gewendet. Ares. Okay. Hier, jetzt kommt ein MG oder wie? Jetzt kommt ein MG. Ein MG-Wechsel auch? Nee. Achso, nur fahren? Und jetzt musst du runter bis zur Ausfahrt. Musst du irgendwo durchfahren, dann haben wir's. Digga, dann haben wir's ja alle! Hallo. Alter! Okay! Okay, ja. Dankeschön. Oh, falsche Richtung gedreht, falsche Richtung gedreht! Aber kriegst du hin? Nee! Ich bin daneben gelandet! Warte mal, wie hab ich mich denn gerade gedreht? Auf jeden Fall falsch, warte mal. So. Das heißt, in diese Richtung lieber. Ne? Nein, schon wieder falsch! Oh, dreh ich mich noch richtig? Danke für den Windschatten, Leute! Alter! Okay. Okay, ich glaube aber, ich habe mich jetzt nach rechts gedreht, was glaube ich, und es war falsch. Nach links müsst ihr euch drehen. Glaube ich lieber nach links drehen. Ja. Haben wir! Let's go! Ich habe mich einmal vernünftig dran jetzt. Jedes Mal, wenn ich rankam. Nach links drehen, ne? Ares nach links drehen. Oh mein Gott, müssen wir nach oben oder nach unten? Ich bin jetzt nach oben gefahren. Ich fahr auch nach oben. Ich hoffe, hier ist. Hä, nein! So ein breites. Hä? Nein. Also müssen wir da rein oder. Ne, wir hätten abfahren müssen. Hä? Also ich würde schätzen, dass wir da rein müssen. Nein. Nein, oder? Aber es könnte auch. Vielleicht sind wir auch falsch gefahren. Ares, teste das bitte. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Hä, wie? Hä, ja, so. Hä, du musst doch. Achso, bist du jetzt oben gefahren oder unten? Ich bin nach oben gefahren, da ist ein Sprung dann. Ja, aber die Frage ist, ist das richtig oder ist das falsch? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich fahre jetzt unten lang, Das klingt tatsächlich so, als wäre es so, ja. Oh! Okay, ist falsch. Also unten ist richtig falsch, dann müssen wir wirklich, müssen wir in das Löchlein rein, ja. Ja, Digga, gut, ich rutsche die ganze Zeit von der Straße runter, Alter. Ich komme drauf und beim Speed rutsche ich einfach runter. Same. Ja, jetzt also, Vipex. Die ist auf jeden Fall schon mal schmoofer als seine zweite. Das kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Ja. Also, es ist besser gebaut hier. Oh!
Warum? Ich komme nicht drauf. Mein nächster Versuch ist, noch weiter in die Richtung zu fahren, die ich vorher schon drauf genommen bin. Perfekt. Nice, oder? Einfach der Schlaue. Nein, ich mach's nochmal. Nein! Ich mach's einfach nochmal. Jetzt krieg ich's auch nicht mehr gebacken hier. Hatte gerade gar keine Probleme. Was ist das jetzt, Alter? Ist da oder da? Hier. Es ist da. Es ist da. Ey, diese Scheiße, Mann! Ja, bei mir geht's jetzt aber eigentlich. Okay. Ja, also, wir fahren jetzt oben lang und dann springen wir in den Lachs rein, ja? Springen in den Lachs. Okay, also ja, war das hier? War das hier so? Fullspeed oben? Ja, bin drin. Und jetzt? Hallo? Gegengeschossen. Ey, wie? Oh, das ist ein Bumper, okay. Wie macht ihr das, dass ihr nicht runterrutscht? Gibt's da irgendeine Technik für oder fahrt ihr einfach nur und kommt irgendwann rutscht ihr nicht runter? Ja, genau so. Ja, man kommt vom Gas runter. Hilft nicht. Ich versuch, mehr Traktion zu haben. Hilft nicht. Nö, klappt auch nicht immer bei mir, Tatsache. So 50% der Tries gehen einfach drauf, wenn ich runterfall. Was? Okay, fahr ich jetzt hier einfach raus? Gut, ich hab doch keine Ahnung. Endlich mal wieder, ey. Jetzt fahr ich hier nach oben. Meine Güte. Ja, genau wieder drauf. Digga, das ist ein Puzzle! Okay. Let's go. Okay, let's go. Hier oh ja, ich hab den nächsten Punkt, okay. Hoffentlich nicht. Hast du? Ihr müsst rein, oben Koralle machen, dann fahrt ihr wieder raus okay. Und dann kommt noch ein schmutziger. Ja, das kann ich euch sagen. Passt da auf. Eine Koralle der müssen wir oben machen? Ist da ein Bumper oder was? Ist da oben ist ein Bumper, ja. Huh! Party People! Let's go! Oh, Alter, war das knapp! Alter. Ja, ich stoß jetzt oben, ich fahr jetzt oben gegen, ne? Ja. Hä? Ey, da ist ein Bumper, aber kein Speed oder was? Nö. Nee. Ich bin auch. Wow. Oh! Ich bin gegen gebumpt einfach runtergefallen, ne? Ja, ich auch. Konnt mich nicht mehr fangen. Oh! Ja, die Info, Marvin, wäre mal freundlich gewesen. Ja. Hä? Wie? Ja, hä? Warum? Was? Ja, das ist Bumper kein Speed. Ich hab nur gesagt, ihr müsst eine Koralle machen. Ja, Bruder, ihr müsst auch was selber machen, ne? So ist es ja nicht. Wow! Wir müssen alles selber machen. Nur die Info wäre besser gewesen. Okay. Oh, fuck! Okay, doch noch eine Koralle, okay. Try Digga! Nummer zwei. Natürlich der übertriebene Pro-Move, wenn du in die Tube reinspringst und dann schon. Ach so, die machst, Alter! Ne? Nee, einfach rückwärts reinspringen, ja? Mach das. Schön, ja. Okay, los. Den traue ich mich nicht. Mach das los. Ich weiß nicht, ob der Sprung dafür. Bin schon drin. Ich weiß nicht, ob der Sprung dafür lang genug ist, um das rückwärts zu drehen. Oh nein. Okay, Koralle hat gut geklappt. Alter. Ich drehe mich oben gerade alles. Ja, ja. Fast, du hast frei dran. Gut. Boah, okay, jetzt geschafft. Wir machen das jetzt überall. Jetzt fahre ich raus, Spiral nach oben. Irgendwo kommt noch ein Schmutziger, meinte Marvin. Gut. Ja. Erste Abfahrt. Ah! Nein, ey, Junge, warum verkacke ich denn bei den Schmutzigen letzter Zeit immer? Ich denke, danach wäre der Punkt, ne? Raus, danach wäre der eiskalt der Punkt, ey. Nummer 1, ja. Ich habe bei den Schmutzigen gerade richtig häufig das Problem, dass ich einfach falsch abschätze und zu früh rausspringe. Richtig kacke. Okay, Digga, wir tryern so heftig nach oben gerade. Gönn dir, gönn dir. Hä? 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 Ach, einfach nur dahin, lol. Komm ich da noch drauf? Ich würde gerne wissen, ob es irgendeine Technik gibt, mit der man hier häufiger auf der Straße drauf bleibt, nicht runterrutscht. Mittelspeed? Nee. Digga, das ist ja auch richtig easy. Bruder, ich bin schon jetzt im Ziel. Also, gut wie? Hä? Komm, noch ein Punkt. Was? Ja. Nice. Okay. Also... Digga, dann sind wir ja, also ich schaff das hundertprozentig auch unter 20 Minuten, locker, unter 15 Minuten, dann sind wir ja alle Todesprofis, ey. Obwohl Digga, ich würde es unter 15 Minuten locker schaffen, wenn ich nicht bei jedem Try von der scheiß Straße rutschen würde, Alter. Oh nein! Also, 80% meiner Tries rutsche ich runter, mindestens. Eine Sache kommt doch noch, tut mir leid. Oh, endlich. Was ist eigentlich heute mit meinen Einlauf-Skills hier? Das funktioniert aber gar nicht. Einlauf-Skills. Ja, brauchst du so eine Helmkamera. Tube rein. Okay, nein. Da eine Koralle. Habe ich mir fast gedacht. Dann fährt man da zurück. Dann fährt man da hoch und da rein. Okay. Ja, oh! Nice, bin wieder drin, der Tube. Okay, es kommt doch jetzt noch was Leckeres. Oh fuck. Boah, das war knapp. Da wäre ich fast gegen den Bumper gefahren beim Drehen schon. Eine extra Runde. Ich fahre hoch.
Was kommt hier? Gestoßen. Nein, was mache ich da? Wieso fahre ich da nicht rein? Ich bin bei Trotto. Digga, und ich stoße wieder gegen und falle einfach nur runter. Ja, echt? Ja. Ja, im Notfall mach's einfach so, fahr da gerade gegen. Geht ja im Notfall auch, ne? Was? Meinst du vorwärts gegenfahren oder was? Ja. Bin mir nicht sicher, ob das, Hab mich gefangen. Wohin? So, jetzt ja, raus und hoch. Und dann kommt noch ein Schmutziger, dann hast du es. Okay. Warum? Also nein! Schmutzigen hab ich verkackt. Okay, das ist unnötig. Okay, 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 okay. Aber gleich haben wir es. Noch ein MG-Wechsel und dann haben wir es. Digga, Ares! Alter, nice so! So, was kommt jetzt hier für geile Scheiße? Jetzt kommt eigentlich nur noch richtig einfacher Kram. Also okay. Bis gleich bei mir. Bin gespannt. Was ist hier Phase? Oh. Ah, so ein Ding ist das. Komm. Ich hab gerade kein Boost bekommen bei dem Bumper hier. Schon wieder gegen den Bumper gefahren, einfach runtergefallen. Bei mir war das auch super close. Ja, also der Try, den ich geschafft habe, der war auch mega close, aber der konnte mich halt fangen. Das kann ich jetzt die ganze Zeit wieder nicht. Was ja, ist hier okay, eine ist extra Runde. Hier, 100 Pro wieder. Nee, ist noch nicht. Okay. Ah, beim nächsten Bump hat er wenigstens das Ding verbaut. Ey, jetzt bin ich auch oben an die Kante gesprungen. Uff. Nein! Oh mein Gott, war das close, ey. Den hätte er mir ruhig mal geben können. An der Ecke. Oh, einfach überdreht auf den MG, dann geht's nicht mehr. Ah, okay. LOL. Viele Korallen soll man hier bitte machen? Ja. Beziehungsweise. Ach, da bist du gerade. Ah, okay. Ja. Okay, endlich hat der Bumper mal funktioniert. Ich bin sogar keinen Millimeter runtergerutscht. Wow, das war los. Nein! Der MG, Mann! Oh, ich krieg den MG aber gerade nicht hin. Gib mir einen Lucky Try, ey. Dann sind wir da durch. Das war's dann. Es ist doch der MG. Was denn? Aha. Okay. Okay. Mhm. Nein! Nein, oben raus. Digga, ich bin gerade verflucht. Noch komm gar nicht weiter. Wieder Wuser, entspann! Muss ich jetzt jedes Mal beim Reinfahren in YouTube eine Koralle machen? Bei der ersten ja, bei der zweiten nicht. Okay. Bei der zweiten geht es Spiral oben raus. Und dann bist du auch schon hier. Hä, das war's schon? Ja. Sag ja, alle Punkte danach waren echt ziemlich wheezy. Am Moment, du fährst oben dann noch auf eine MG und dann kommt so ein Mecha. Aber das schaffst du, das ist super easy. Ja gut, das wusste ich jetzt halt nicht. Wusste ich vorher auch nicht. Oh. Digga, was ist hier los? Ich hab normalerweise nicht so heftige Probleme mit dem MG. Ich fahr den bam bam. Krieg ich hin, bam. Ich bin gerade zu blöd für Kuran. Das ist, wenn Olef das sieht, der haut mir eine. Ja, also was ich hier gerade die letzten 5 Minuten gemacht habe, ist auch ein bisschen peinlich. Ah, oh, bis dahin! Nein, da kommt doch noch ein scheiß Fuck, Mann! Da kommt noch ein scheiß Fuck. Da kommt noch ein scheiß Fuck. Ich fahre die Spirale hoch, wollte schon, mich schon vorbereitet auf den Micha in der Tube. Und hab den MG dazwischen vergessen. Lol. Mann! Aber ja, gerade sind wir ja alle irgendwie nicht ganz bei voller Stärke, hab ich das Gefühl. Ernsthaft? Ey, ich raff es nicht! Das ist auf jeden Fall, ja. Jetzt krieg ich keinen Boost. Oh, Mann. So, weiter geht's. Digga, finally. Mal ein bisschen Schwung haben hier. Ja, okay, was?
Und wieder kriegt ihr ihn, sag mal. Bei der dritten Koralle, das war wirklich Todes. Warum auch immer. Muss ich jetzt jedes Mal einen. Ja, jedes Mal Koralle. Ich habe keine Koralle gemacht, ich habe eine Arschdrüben gemacht. Viel einfacher. Habe ich bei der. Mach ich beim ersten. Habe ich jetzt auch beim zweiten. Klappt. Okay, ne, ich glaube, ich bleib beim MG. Bei der Koralle. Und wieder beim dritten zu niedrig. Alter. Ares. Ey, ich stell mich gerade an wie der letzte. Ja, ich aber auch. Also, wir sind gerade alle verflucht. Keine Ahnung, was gerade los ist. Nein! Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich schaffe es und nun überdreh mich danach. Ich hab verkackt! Hä? Ach so! Ey, ich kriege es nicht gebacken! Das kann ich nicht machen hier, Alter. Ey, ich raste gleich komplett aus. Ich bin hier seit 10 Minuten. Seit 10. Was machst du denn? Ey, ich krieg den Emschi nicht hin. Ich bin verflucht. Ist wirklich. Aber ich finde hier bei den Korallen oder Arschdrehern hat er auf jeden Fall. Könnte man die Warwick quasi nochmal eine Lage mehr bauen. Du musst eigentlich die Arschstellung machen, weil in der Koralle das Fersfrustier so hart weg. Endlich! Oh mein Gott! Ach so. Ey, 10 Minuten. Oh! Wow. Okay. Nein! Ich war richtig geflasht, oh! Mal gucken, wie lange ich jetzt dafür brauche. Digga, ich schaff das First Try. Marvin ist im Ziel. Das war GG. Okay, was ist hier Farbe? Sieht nach Koralle aus? Ja, natürlich. Ich wusste es! Wäre auch zu einfach gewesen. Nice. Mit Koralle gemacht diesmal. Mit Arschstürmer ist einfach zu nervig. Eins. Zwei. Durch. Und jetzt mal schauen, was hier kommt. Nice, Deko. Der nächste Punkt, ne, der ist super. Hier, Fullspeed, Deko, Fullspeed. Ist richtig? Ja. Okay. Oh. Lande lieber auf dem Rücken. Oder, ja, lande auf dem Rücken. So weit bin ich nur noch nicht gekommen. Ich bin beim ersten Try, war ich zu langsam. Da unten ist dann der MG, okay. Okay, so, also, wie, was? Für euch, ihr fahrt von unten nach oben in die Tube rein, macht da oben eine Koralle, fahrt dann hier, da wieder drauf, genau. Ey, warum bin ich zu langsam, um zu fahren? Ey, zieh doch hoch, Mann! Digga, du machst da wirklich so eine Koralle rein, ich hab das auch so gemacht wie die Deko. Wie macht er das denn? Komplett oben schon die Koralle dann ballern. So da reinfahren und dann die Koralle zeigen. Kannst bis nach unten durchfahren fast, Deko. Was heißt fast? Wo ist? Ich sehe nichts. Ein bisschen noch. Ja, da ist so Ende. Ja, und hier fahre ich einfach MG und dann hast du es, ja. Glücklicherweise bin ich hier. Nein, ich springe einfach 8 Jahre vorher raus, Alter! Eigentlich. Ich? Ja. Ja, ey, Digga, was zum Fick ist denn los hier, Mann? Ey, wir sind alle so verflucht. Jetzt fahr ich zu langsam den komischen Looping und fall einfach runter. Was ich hier sehe, Alter, am liebsten würde ich mir die Augen gerade ausbrennen mit so einem richtig heißen Feuerzeug. Alter Schwede. Abschneiden, ne? Ja, irgendwo in der Mitte war das. Ja, und der Spiegel ist schon wieder nicht, ey. Das ist die ganze Zeit kein Problem gewesen. Jetzt zweimal hintereinander, Alter. Möchtest du Vipex noch was sagen? Oder Vipex? Digga, Vipex lern mal bauen, Alter. Nein, die werden bestimmt einiges besser, aber also der Speed hier, da muss irgendwas, ist da falsch gesetzt, ey. Das ist bestimmt der Absatz, der Abstand nicht ganz richtig. Extra den Try jetzt abgeworfen. Geht nicht? Doch. Jetzt fahr ich dir zu schnell. Nee. Fick mich einfach, Alter. Bin erstaunt, was für ein hektisches Skill wir an den Tag legen.
Digga, Dilko, wage es nicht. Wage es nicht. Oh, ist das so lustig. Alles so weggeäumelt, ey. Oh, ich geil. Ich versuche, die Num-Taste mit zur Seite zu drehen, aber ich funktioniert. Ja, Muchachos. Ja. Eiskalt, eiskalt doch noch die Challenge verkackt, obwohl ich mir eigentlich sehr, sehr sicher war, dass wir das alles in 15 Minuten hinkriegen. Aber die Map war wirklich auch sehr einfach, jetzt mal for real, ja. Ey. Die war richtig Kindergarten. Aber wir waren verflucht, ey. Wir haben zu wenig Ziegenopfer gebracht die letzten Wochen. Deswegen schaut auf jeden Fall den Streams vorbei, da werden wir ein paar Seelen opfern von euch. Beste Werbung. Komm vorbei, wir opfern euch. Hey, ja, nice. Ich glaube wirklich, es liegt viel daran, dass Vipex nicht dreifach baut. Wofür dreifach bauen? Also bei den MG-A-Störungsdingern da war richtig häufig rückwärtsfahren, kein Glück, bleibt einfach runtergerutscht. Normalerweise, wenn du genug Glück hast, kannst du einfach rückwärtsfahren. Oh, was? Ey, komm! Übrigens, wer es jetzt das erste schafft, ne, der behält seine Seele. Der andere muss seinen ganzen Seelenhaufen dem Ziegenmann geben. Ich glaube, meine Seele ist schon weg, seitdem wir aufnehmen. Oh! Dekor hat auch seine Seele, Alter! Es muss einfach mal was auf dem Spiel stehen hier, Alter! Easy, einfach reinfahren. Endlich, was? Geil, okay, ja, aber einmal ein guter Trainer, dann geht das. Einmal ein guter. Aber trotzdem die Challenge verkackt. Okay. Letzte Chance für Ares. Willst du ein Stück deiner Seele behalten? Wenn nicht, landest du im Tartaros, ne? Das kann ich jetzt schon mal sagen. Oh! Oh! Fahr! Digga, die wollen einfach alle ihre Seele behalten! Ihren Seelengeier, Alter! Geht doch! Also, Muchachos. Was für eine Geburt, ey. Also, 2058. Für euch, für die ganzen Profis, 6 Minuten Challenge. Für alle anderen Muchachos, 30 Minuten Challenge. Und jetzt, ja, versuchen wir nochmal am Rad zu drehen. Nochmal einen Gewinn zu holen. Okay, let's go. Ist das der Entity, XF? Ich glaube schon, ne? Den will ich haben. Man nennt ihn auch Schneeflocke. Come on. Oder Kleidung, damit ich mein Cox-Shirt mal wieder wechseln kann. Das darf ich erst wechseln, wenn ich wieder neue Kleidung habe. Okay, let's go. Gucken wir mal. Muchachos, drückt mir die Daumen. Oh, Kleidung, Bruder. Was hab ich? Geil. Angelika-T-Shirt. Ich bin Angelo. Angelo-T-Shirt. Angelo-T-Shirt. Digga, da wechseln wir mal und gucken wir mal, ob wir das Cox behalten oder Angelika. Hallo. Angelika. Bei mir gab es 20.000 Dollar. Hallo. Digga, 20.000, Digga. Als YouTuber ist das gar nichts. Ja, weil die nicht in 2 Tagen, ich spreche immer aus Erfahrung. Okay, meine Persönlichkeit ist auch. Oh ja, warte mal. Das könnte vielleicht der Entity XF sein, wie es auch draufsteht. Oh, zum Porsche. 3, 2, 1. Knallgas, Junge! Gib ihn. Und? Oh. Klamotten! Oh, nice! Ice Cold, orangener Diamond Kapuzenpulli! Im nächsten Rennen habe ich den Angelika-Shirt. Ja, sehr geil. Hier ist mein Angelika-T-Shirt. Man kennt ihn, hallo. Er sieht aus wie dem Engels Gabriels. Mit seiner Lanze. Ja, du hast ja eine Lanze drauf. Digga, alter Schädel. Also es hat schon was. Aber ich sehe aus wie aus den 2007ern ersprungen. Jetzt fehlt nur meine Etadi-Cappy, Digga. Dann habe ich aber ein komplett geiles Outfit. Also, Muchachos, Daumen nach oben zwirbeln. Heute war der Skill versteckt. Findet ihn, schreibt in die Kommentare, wo ihr ihn gefunden habt. Und schaut gerne bei Ares vorbei. In der Beschreibung verlinkt. Bis dann. Reingehauen. Bye, bye.